Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review. Für meinen Vater habe ich ein Netvi für zwei Schreibgeräte gebraucht. In der Füllerbubble wurde mir das Lamy A202 empfohlen. Das Lamy A202 wird in einer Pappschachtel geliefert und ist nochmal in einer Plastikfolie eingeschlagen. Die unverbindliche Preisempfehlung für dieses Netvi liegt bei 26 Euro. Bei Amazon habe ich dies für 20,71 Euro bekommen. Frisch ausgepackt duftet das Etui herrlich nach Leder. Das Leder ist glatt und sehr weich. Die Nähte sind flach ausgeführt und drängen sich nicht auf. Auf der Rückseite ist dezent das Lamy-Logo zu erkennen. Das Etui wird über einen Magneten fest verschlossen. Im geöffneten Zustand ist der Magnet erkennbar und fühlbar. Im geschlossenen Zustand sieht man den Magneten jedoch nicht. Im Inneren werden die Stifte durch eine Trennwand getrennt. Die Trennwand geht jedoch nicht bis oben hin. Die Trennwand ist nur an der Rückseite fixiert und lässt sich auf der Vorderseite verschieben. Die Länge der Trennwand beträgt 9,9 cm. Sie geht von diesem Punkt bis zum Ende der Außenseite. Das Etui muss ich jetzt noch im Praxistest beweisen. Hier habe ich einen Lamy Allstar und ein Pelikan M805. Es wird schon knapp, aber das kann auch dem geschuldet sein, dass das Etui noch neu ist. Beide Füller passen rein. Die Füller sitzen fest. Der Verschluss ist auch zu. Vom Lamy kommt hier an der Seite der Clip durch. Probieren wir noch andere Füller. Hier habe ich ein Kaweco Sport Stil. Dieser geht komplett durch und schleudert hin und her. Da braucht man dann wohl das Etui von Kaweco für die kleinen Sportfüller. Kleiner Mont Blanc passt auch rein. Da rutscht der Mont Blanc etwas hin und her. Der Pelikan sitzt jedoch fest. Das ist dann wahrscheinlich dem geschuldet, dass der Mont Blanc gegenüber dem Pelikan doch etwas schmaler ist. Genauso wie der Lamy. Wahrscheinlich hier wegen der Kappe auch etwas breiter ist und deswegen fester sitzt. Man könnte aber den Mont Blanc anklippen. Er sitzt dann fest, aber dann wahrscheinlich über einen längeren Gebrauch wird sich dann hier das Leder ein bisschen abschaben, sodass dann sichtbar ist, dass man da seine Füller angeklippt hat. Was sicherlich auch noch gehen würde, ist, wenn man die außen anklippen würde. Hält auch sehr gut.
Wo ich vielleicht Bedenken hätte, ist, dass die Clips vielleicht was abbekommen könnten, wenn die in einer Tasche verschwimmen. Und in der Tasche sich dann irgendwas befindet, was dann hier gegen das Etui schlägt, und dann könnten dann die Clips verkratzen. Das wäre nicht so schön. Aber wenn man den jetzt hier vorne aufklipsen würde, das geht gar nicht. Das sitzt sehr stramm. Das funktioniert nicht. Der Pelikan hingegen funktioniert. Oh, man sieht schon, hier gibt es erste Abschabungen im Leder. Der Mont Blanc sitzt aber sehr schön hier drinne. Kann man so machen. Oder wenn man den, wenn man das Etui jetzt hier quasi nicht in der Tasche einfach so reinwirft, sondern vielleicht irgendwo hinpackt, wo es nicht so durchgeschüttelt werden kann, kann man die natürlich auch einfach so reinpacken. Das funktioniert. Also mit einem dickeren Stift sitzt auch der Mont Blanc hier schön straff drinne. Aber alleine wackelt er hin und her. Da hätte er dann nicht so viel aus. Hier löst sich jetzt auch schon der Faden etwas. Aber dieser ist hier auch gar nicht richtig vernäht. Also ist wahrscheinlich von der Produktion einfach hier quer rüber gezogen. Kein einzelner Stich. Das Leder wird hier durch eine zweite Naht zusammengehalten. Also wahrscheinlich war es vorher auch schon so. Ja gut. Das Leder nimmt schon. Also man sieht hier schon die Gebrauchsspuren von den paar Füllern, die rein und rausgesteckt worden sind. Aber für die paar Euro, für die 21 Euro, kann man nichts verkehrt machen. Es ist ein schönes Etui, es ist dezent, es trägt nicht so auf wie andere Leder-Etuis. Die haben dann so eine richtig schön fette Naht. Davon bin ich kein Freund. Ich mag eher sowas Dezentes. Wie gesagt, für die 21 Euro kann man nichts verkehrt machen. Von mir gibt es eine Kaufempfehlung hierfür. Das war's auch schon. Wenn ihr Fragen habt, schreibt bitte unten in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Macht's gut!